Im Gymnasium Lang sind die Puppen los. Die Stadtverwaltung Geesland probt hier das Theaterstück um die fiktive Stadtverwaltung Marschland. Die Puppenspieler nehmen sich selbst und die Stadt gehörig auf die Schippe. Flache Witze dürfen dabei natürlich nicht fehlen. Bei Schmittis war was los. Da ist die Frau beim Kartoffeln holen die Kellertreppe runtergefallen. Ach herrje, und was hast du gemacht? Nudeln! Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Geestland opferten ihre Freizeit, um das Stück auf die Beine zu stellen. Federführend war der erste Stadtrat Jürgen Zehm. Er erklärt, wie die Idee zu dem Stück entstanden ist. Ja, die Idee zum amtlichen Puppentheaterstück Tatort ist entstanden im vergangenen Frühjahr auf einer Klausurtagung der Führungskräfte der Stadt Geestland. Auf diesen Klausurtagungen werden traditionell Aufgaben vergeben und diese Aufgabe war eben in diesem Jahr, ja, macht euch Gedanken, führt ein Puppentheaterstück auf und organisiert alles. Das Rundum-Sorglos-Paket, also vom Catering über das Marketing, über die Skripte, über das Drehbuch, ja, über die Dramaturgie, über den Bühnenbau und so weiter. Die Karten für das Stück gibt es für 10 Euro in den Bürgerbüros der Stadt Geestland. Über den spannenden Inhalt verraten wir noch nichts. Nur einer der Protagonisten plaudert aus dem Nähkästchen. Mein Name ist Bernd Schulze aus Marschland. Ich arbeite im Rathaus da. Und da haben wir wirklich alles. Wir haben Umstrukturierung, Fusion, Nachhaltigkeit, Sex. Nee, das haben wir nicht. Also kein Sex, aber wir haben die Fusion, Nachhaltigkeit, Umstrukturierung, hatte ich schon. Auf jeden Fall ist bei uns der Bürgermeister abhanden gekommen. Und das finden wir ganz mies. Daher helfen Sie uns am 4. November im Gymnasium Lang bei der Aufklärung dieses Falles. Wir zählen auf Sie. Bis dahin.